Hallo und herzlich willkommen hier bei Skigebiete-Test zu einem weiteren Live-Video in der Wintersaison 17-18. Ja, wir sind heute in Ischgl, im Paznauntal in Tirol. Wir befinden uns an der Bergstation der Padacsgrad-Gondelbahn. Ja, und wir haben einiges vor mit euch. Ich darf mich kurz vorstellen. Ich bin der Florian. Hinter der Kamera ist der Ben. Servus, Ben. Grüßt euch miteinander. Wie geht's dir, Ben? Optimal. Wetter ist grandios heute. Es wird halt einfach nur geil zum Skifahren. Ja, das glaube ich auch. Viele werden sich fragen, das ist doch nicht das Gesicht, was wir sonst bei Skigebiete-Test bei den Live-Videos haben. Ihr habt recht. Normalerweise macht der Patrick das, aber der zieht es leider vor, in Ägypten in der Sonne zu sitzen. Und Patrick, ich kann dir sagen, du wirst einiges verpassen. Es wird dir noch leid tun, dass du mich heute vorgeschickt hast. Und ja, wir haben heute einiges mit euch geplant. Wir gehen natürlich Skifahren. Wir haben einige interessante Interviewgäste heute dabei und zeigen euch einfach das Skigebiet hier in Ischgl. Und wir starten schon mit unserem ersten Gast. Das ist der Andi Steibel, der Geschäftsführer hier vom Tourismusverband Paznau und Ischgl. Ein Urgestein von Ischgl. Ich glaube, es gibt keinen besseren Interviewpartner hier in Ischgl. Also Servus, Andi. Servus, grüß dich. Schön, dass du da seid. Ja, das freut uns auch sehr. Ja, Andi, wie lange bist du hier schon in Ischgl? 16 Jahre. Ja. Okay, das heißt, du bist der perfekte Gesprächspartner und kannst viel erzählen. Was hat sich in den 16 Jahren so getan? Was hat sich verändert? Ja, es hat sich in den 16 Jahren Unglaubliches verändert, weil wir ja jedes Jahr versuchen, etwas noch draufzulegen. Und das wird auch von Ischgl erwartet und das braucht man jetzt nur bei dem Skigebiet jetzt da hinten das Ansehen und das, was wir auch jetzt sehen werden. Es ist einfach unglaublich und wir planen schon wieder für 2018, 2019 und das ist sicherlich einer unserer großen Stärken. Ja, prima. Da werden wir bestimmt später noch Zeit haben, kurz zu quatschen, was es im nächsten Jahr Neues gibt. Ich glaube, was hier ist, wo wir gerade uns befinden, ist auch sehr interessant. Wir sind an der Bergstation der Padacsgradbahn. Da kannst du kurz rüberschwenken, Ben. Beim Panorama-Restaurant. Was kannst du dazu erzählen, Andi? Ja, das ist interessantes Gebäude. Erstens einmal ist es das höchstgelegene Kongresszentrum, nämlich oben im zweiten Stock in ganz Österreich, mit fast 2800 Meter. Und dann auch was die Architektur betrifft, das ist natürlich auch wieder Richtung Ischgl-Line. Es muss immer außergewöhnlich sein, das ist eigentlich das, was auch die Gäste bei uns erwarten. Ist dieses Gebäude auf bestimmte Stützen aufgebaut, die jeden Tag abgemessen werden mit Hydraulik, weil es ja da ziemlich an der Kante liegt und so dadurch, dass es immer Erdbewegungen gibt, wird immer dieses Gebäude ausgeglichen mit diesen Hydrauliksäulen. Okay, das ist eine spannende Geschichte. Ja, wir werden gleich Skifahren gehen, aber vorher haben wir noch eine ganz interessante Info für euch. Und zwar könnt ihr wie immer bei uns auch was gewinnen bei unseren Live-Videos. Dieses Mal haben wir einen wirklich attraktiven Preis für euch. Und zwar gibt es ein Skiwochenende zu gewinnen für zwei Personen in einem 4-Sterne-Hotel mit 3-Tages-Skipass. Also alles dabei. Macht's mit. Einzige, was ihr tun müsst, ihr müsst kommentieren. Ihr dürft Fragen stellen. Die beantworten wir auch gerne live mit unseren Interviewpartnern hier in Ischgl. Und wir freuen uns auf eure Fragen, also legt's ruhig los. Wir haben jetzt Anfang April, beste Zeit zum Sonnenskilaufen. Wir haben heute Traumwetter. Was ist das Besondere in Ischgl beim Sonnenskilaufen? Ja, erstens einmal, dass wir die Saison bis zum 1. Mai haben und das für das gesamte Skigebiet, auch sogar die Talabfahrten, bis zum 1. Mai alles offen. Ich meine, Sonnenskilauf, schon angenehme Temperaturen, lange Tage, tolle Atmosphäre in Ischgl im Dorf und natürlich dann noch diese Schneeverhältnisse. Also was will das Herz mehr? Sonnenskilauf in Ischgl ist wirklich ganz was Besonderes. Das glaube ich auch, aber ich glaube, wir haben jetzt genug geredet, wir gehen jetzt absolut mal Skifahren. Ja, wie juckt schon. Ja, hopp auf die Piste dann. Gut, packen wir es. Ja, packen wir es. Thank you.
haben hier, wir sind jetzt hier auf wirklich auf 2500 Meter Höhe. Es ist zwar sehr warm und mittags, aber die Pisten sind wirklich immer noch 1A in Schuss. Wie schafft ihr das? Ja, mit einem gewaltigen Programm. Zu dem kommen wir eh noch, zu unserem Pistenchef. Und also die Jungs, was die jeden Tag in der Nacht leisten, aber auch unter Tag, ist einfach unwahrscheinlich. Weil wir beginnen ja auch pünktlich immer Ende November. Das ist ja auch immer etwas ganz Besonderes. Und da muss man wirklich einmal ein Lob an die Pistenbrigade abgeben. Ja. Ah, Andi, kommt schon die erste User-Frage. Und zwar, für alle, die es nicht wissen, wo liegt eigentlich Ischgl? Oh, wer weiß es nicht? Unglaublich! Aber den werde ich es ganz schnell geben. Ja, also Ischgl liegt in Bad Znaun und zwar ungefähr 100 Kilometer von Innsbruck entfernt, an der Grenze von zu Vorarlberg und Tirol. Und natürlich auch im Skigebiet sind wir auch zusammengeschlossen mit Znaun, also mit den Schweizern. Kommt darauf an, von wo man jetzt kommt. Ganz leicht jetzt da von Innsbruck her jetzt, also Richtung Innsbruck von Deutschland. Oder man kommt von der anderen Seite, also Dornbirn-Bregenz, also immer leicht zu erreichen, mit dem Auto auf jeden Fall, aber auch mit dem Zug über Landeck, Innsbruck-Landeck und ja, mit dem Flieger dann entweder Zielflughafen München, Innsbruck oder Zürich. Und das ist alles gesagt, geht bis 1. Mai, glaube ich, gell? Geht bis 1. Mai. Oh, absolut, perfekt. Ja. Ja. Jetzt werfen wir einen kurzen Blick einmal runter. Genau, Andi, du kannst uns bestimmt besser erzählen, was wir jetzt hier sehen. Das Herzstück des Skigebiets, kann man absolut sagen. Absolut, das ist jetzt das Herzstück des gesamten Skigebiets. Also das ist die ganz berühmte Idalp. Und da ist das Panorama-Restaurant, das Alpenhaus. Das werden wir uns auch noch anschauen mit dem VIP-Club. Da sieht man natürlich dann überall die ganzen Liftanlagen weg. Also bis hinten ins Finnbartal, alles mit Skigebiet erschlossen. Und dann da hinauf Richtung Samnaun in das Schweizer Skigebiet. Und da seht ihr dann vielleicht schon ganz klein, aber dann unten jetzt ist dann wirklich impulsant sehen, die Top of the Mountain Konzertbühne, die auch die höchstgelegene Konzertbühne in ganz Europa ist. Okay. Ja, da werden wir noch die eine oder andere Frage später haben. Das schauen wir uns aber dann direkt vor Ort an. Die imposante Bühne, glaube ich, ist da die perfekte Kulisse für. Jetzt gehen wir mal Skifahren. Ja, gut. Jetzt haben wir genug gekriegt. Ja. Ja, nochmal der Hinweis auf unser Gewinnspiel. Kommentiert, liked das Video. Und nimmst teil an der Verlosung von einem Skiurlaub für zwei Personen hier in Ischgl Samnaun. Gewaltig. Ach. Ja, Skifahren im April, es gibt nichts Besseres. Sonne scheint, traumhafter Schnee. Es liegen momentan noch 1,50 Meter Schnee. Hier oben am Berg in Ischgl, es sind eigentlich alle Liftanlagen geöffnet, Andi? Ja. 45 und 240 Pistenkilometer, die alle offen haben. Genau, also es wird einiges geboten. Wir nähern uns jetzt langsam der Idalpe und ich würde einfach sagen, wir fahren jetzt zur Konzertbühne runter und da quatschen wir weiter. Ja, passt. Eine Info noch, vergisst nicht, Fragen stellen, kommentieren. Ihr könnt ein Skiurlaub hier in Ischgl gewinnen. Wir freuen uns über eure Teilnahme und wie gesagt, der Andi ist bereit, wirklich jede Frage zu beantworten. Also, packen wir's.
Hier stehen wir vor der Bühne, wo schon wirklich viele Berühmtheiten standen. Wer war denn schon alles da? Na, absolut. Also wenn ihr das jetzt alles aufzählt, dann haben wir unsere Übertragung überschritten. Na, von Elton John, Sting, Pink, Alicia Keys, Mariah Carey, Udo Jürgens, also wirklich schon alles, Robbie Williams. Also das ist wirklich schon eine absolute Top-Reihe an Künstlern. Und jetzt letzte Woche mit dem Max Giesinger war auch ein toller Erfolg. 19.000 Gäste, die da waren. Man muss sich vorstellen, dieser Platz da, da ist eine Atmosphäre, die unglaublich ist. Ja? Und für den Künstler auch, weil die spielen ja natürlich nur in diese Stadthallen, ja? oder Fußballstadion. Und wenn sie da mal ein Konzert auf 2500 Meter auf der Idealp machen und diese Bergkulisse miterleben, dann ist das für sie auch genauso einzigartig. Und das Gleiche ist auch für die Zuseher, die bei dem Konzert dabei sind. Es ist einfach unglaublich und der Flair ist wirklich einzigartig. Ja, das glaube ich. Gibt es irgendeinen Star, der in besonderer Erinnerung geblieben ist? Ja, es gibt natürlich immer diese Sonderwünsche von manchen Stars. Der eine wollte mal eine bestimmte Ledercouch aus Norwegen oder einen Orangensaft aus Ecuador. Aber da haben wir uns dann schon irgendwie geholfen. Die Ledercouch haben wir vom Ikea geholt und den Orangensaft haben wir vom Spar geholt. Okay, ja. Ja, aber die Saison ist noch gar nicht vorbei. Es gibt ja noch das berühmte Top of the Mountains Closing-Konzert. Ich hoffe, dass ich es jetzt richtig benannt habe. Absolut, das ist richtig. Wir haben ja drei insgesamt. Angefangen hat es 1995 mit dem ersten Top of the Mountain Closing Konzert und seit 16 Jahren auch das Opening Konzert. Das ist gleichwertig schon und für uns auch sehr wichtig. Und dann haben wir noch das Osterkonzert und dieses Jahr Closing am 30. April mit den absoluten Superstar in Europa zurzeit. Das ist die Helene Fischer. Ja, da sind wir schon ganz gespannt drauf. Vielleicht gibt es von unseren Zusehern ja auch den einen oder anderen, der dabei ist. Also informiert uns, seid ihr dabei, Daumen hoch, wenn ihr auch bei Helene Fischer dabei seid. Und ich glaube, das ist wirklich ein einmaliges Erlebnis, wenn man sich das hier anschaut und sich einfach nur vorstellt, dass hier richtig die Post abgeht. Ich glaube, das erlebt man nur in Ischgl. Jetzt darf ich noch auf zwei User-Fragen kommen, die können wir gleich miteinander machen. Ja, passt. Und zwar erstens, wie warm ist es heute? Und die zweite Frage gleich im Anschluss, habt ihr noch Snowparks, die gescheit sind? Ja, also ich fange mal gleich beim ersten an. Die Temperaturen sind jetzt ungefähr so um die 4-5 Grad plus. Also sehr, sehr angenehm, aber wenn man jetzt bis 2-3, also 2,5-3 kann man noch wirklich perfekt Skifahren, dann wird es ein bisschen, wenn die Temperatur dann noch wärmer wird, dann ist es eher optimaler bis auf jeden Fall Vormittag zu fahren. Aber dadurch, dass wir alles fast Nordhänge haben, dann haben wir bis 1. Mai nicht wirklich das Problem. Und zur zweiten Frage, ja, haben wir einen gewaltigen Park, haben wir, der geschäbt wird noch bis 1. Mai. Und zu dem kommen wir dann noch. Da fahren wir noch einen Sprung vorbei, da haben wir nämlich ganz was Besonderes im Augenblick. Ja, perfekt. Gut. Dann fahren wir jetzt gemeinsam zur Idjoch Achtersesselbahn und dort treffen wir schon unseren nächsten Interviewpartner. Gut, auf geht's. Wie ihr gesehen habt, beantwortet man alle Kommentare, Fragen sofort hier live. Also macht's weiter, stellt Fragen, kommentiert den Beitrag und nehmt an der Verlosung von einem Skiurlaub hier in Ischgl teil. Für zwei Personen. Ja, wir haben ihn zum Glück gleich gefunden. Wieder zu erkennen, sehr schnell. An der orangenen Farbe im Skianzug. Und weiß, dass der Serafin Siegele, seines Zeichens Pistenchef, hier in Ischgl. Und Servus, grüß dich. Ja, servus. Hallo. Servus. Hi. Servus. Grüß dich. Und ja, Pistenchef, was hast du für Aufgaben ganz konkret? Ja, meine Aufgabe ist einfach, für perfekte Pistenverhältnisse zu sorgen, dass sich die Leute wohlfühlen auf den Pisten.
dass sie gern wiederkommen, dass sie gut Skifahren können, dass einfach ein perfekter Tag wird. Ja. Da habe ich noch mal einige ganz spezielle Fragen, aber ich glaube, die machen wir im Lift. Ich denke, wir fahren einfach auf. Und da können wir weiter quatschen. Wie ihr gesehen habt, fast keine Wartezeit hier an den Liften, obwohl die deutschen Osterferien noch sind. Also wirklich ein Traum. Hier verteilt sich die Skifahrer einfach auf die 238 Pistenkilometer. Das ist wirklich hier perfekt. Ja, wie man sieht, Wartezeiten gleich null. Aber der Kollege hat, glaube ich, schon alles erzählt. Jetzt gehen wir mal in den Lift. So, das traumhafte Panorama habt ihr schon gesehen. Ja, du hast gesagt, du bist für die Pisten zuständig. Ihr habt hier über 200 Pistenkilometer. Das ist sicherlich ein Riesenaufwand, den ihr betreiben müsst, die in Form zu halten. Wie macht ihr das? Erzählt ein bisschen mehr darüber. Ja, wir sind 22 Fahrer, die was auf österreichischer Seite eben auch unterwegs sein. Einfach um alle Pisten tagtäglich wieder in besten Zustand zu bringen. Einfach, da wird jeden Tag alles präpariert. Und sonst natürlich auch die Beschneiung. Wir schauen, dass wir vom Herbst, vom Saisonsbeginn an einfach genügend Unterlage herrichten können, dass wir den ganzen Winter einfach keine Steine, keinen Schmutz sieht, dass wir einfach perfekte Pisten haben. Okay. Und künstliche Beschneiung ist natürlich am Anfang der Saison ein Muss. Ich glaube, dieses Jahr war es gar nicht so wichtig am Laufe der Saison. Es gab genug Schnee. Ja, der Schnee ist dann gekommen im Dezember und im Januar hauptsächlich. Aber wir haben vorher schon bei uns, wir fangen ja schon an um den 20. November rum. Und wir haben da schon eigentlich sehr viel Kunstschnee produziert gehabt. War ja sehr gute Temperaturen, war wirklich kalt, ideal zum Beschneien. Und da haben wir eigentlich schon alles hergerichtet gehabt und dann noch der Naturschnee drauf, den was wir gekriegt haben. Und durch das haben wir jetzt natürlich heuer auch wieder den ganzen Winter super Bedingungen zum Skifahren. Ja, der Andi hat es vorhin schon gesagt, Ischgl schläft eigentlich nie, es passiert immer irgendwas in Ischgl. Was passiert denn im Skigebiet zur kommenden Wintersaison, 18, 19? Gibt es da schon konkrete Pläne? Ja, wir tun natürlich wieder Beschneiung schauen, das was schon veraltet ist jetzt ein bisschen, was schon 20 Jahre alt ist oder so, das wird erneuert. Wir machen teilweise neue Leitungen, wo wir noch keine Beschneiung haben und dann bauen wir wieder eine neue Sesselbahn hinten bei der Gampenalpe drinnen. Das wird eine 6er Sesselbahn, gleich wie heuer die Berlin-Kopfbahn mit neuesten Standards, mit Sitzheizung und alles, also perfekte Bahn wieder. Okay. Ja, vielleicht nochmal ein Aufruf an unsere User, die vielleicht jetzt erst dazugeschaltet sind. Wir sind heute live in Ischgl im Patznauntal und wir freuen uns auf eure Fragen an den Geschäftsführer des Tourismusverbandes Andi Steibel oder eben an den Serafin Siegele, der Pistenchef hier in Ischgl. Unter allen Teilnehmern verlosen wir am heutigen Tag dann einen Skiurlaub für zwei Personen inklusive Skipass im Vier-Sterne-Hotel. Also es lohnt sich wirklich mitzumachen und wir freuen uns auf eure Kommentare. Ja, Serafin, du bist wahrscheinlich tagtäglich hier im Skigebiet unterwegs. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, das ist dein persönliches Highlight hier im Skigebiet, das muss man gesehen haben oder was du einfach gerne selber magst? Ja, ich bin eigentlich, wie du sagst, fast tagtäglich unterwegs im Skigebiet und zwar von 9 Uhr oder meistens schon vor 9 Uhr in der Früh gehe ich auf die Ski und fahre eigentlich den ganzen Tag durch die Pisten durchkontrollieren. Und wenn das Wetter schön ist wie heute oder eigentlich fast jeden Tag fahre ich einmal rauf auf den Pitzwalder runter, da ist einfach die Aussicht phänomenal, also gewaltig. Und das freie Gelände, was man da fahren kann und was man da sieht, also für mich ist das jeden Tag, auch wenn ich den ganzen Winter auf die Ski bin, ist das immer wieder ein Highlight.
Ja, das glaube ich. Also so ein Arbeitsplatz, ich glaube, da sind wir alle richtig neidisch drauf. Aber ich glaube, wir brauchen uns nicht beschweren. Ja, wir sitzen jetzt im Lift auf das Idjoch. Das heißt, wir landen praktisch jetzt direkt im Grenzgebiet zur Schweiz. Ist das richtig? Ja, genau. Wir fahren da rauf jetzt auf 2800 Meter circa und sind direkt an der Schweizer Grenze. Sobald, wenn wir hinten runterfahren, alles schon so am Nauner Skigebiet, Schweiz. Aber der Gast, der was es nicht weiß, der merkt es eigentlich gar nicht. Er merkt nicht, fährt er in Österreich oder auf der Schweiz, und so soll es auch sein, dass da keinen Unterschied gibt. Ja. Samnaun in der Schweiz ist ja so eine zollfreie Region, kann man praktisch sagen. Nutzen das da wirklich viele Skifahrer, die sagen, okay, ich gehe jetzt mal nach Samnaun und nehme da irgendwas mit? Oder gibt es da auch irgendwelche Regeln, an die man sich halten muss? Ja, es gibt schon Zoll, aber ich sage, für uns ist das natürlich, für unser Skigebiet ganz ideal. Wenn einmal ein schlechter Tag ist und dann können die Leute rüberfahren in Samnaun, die Mädels können ein bisschen shoppen gehen. Es ist einfach eine Abwechslung und man hat ein ganz anderes Ding einmal am Tag. Man kann zwar Skifahren, ist unterwegs, eine schöne Runde, landschaftlich sehr schön und einfach ein Ausgleich, einmal eine Erholung, ganz was anderes einmal am Tag. Jetzt streuen wir schnell eine User-Frage ein, und zwar möchte Tobias wissen, wie lange braucht man denn vom höchsten Punkt vom Skigebiet bis ins Tal? Ja, das kommt natürlich darauf an, wie gut man Skifahrt, aber ich sage so, eine Viertelstunde muss man schon rechnen, dass man eine Viertelstunde fährt. Das sind über 11 Kilometer lang ist die Piste von Greizspitz bis ins Tal runter, und da, also das ist eine anspruchsvolle Piste auch und ideal, also für einen guten Skifahrer super zum Runterfahren, ja. Und kleine Anschlussfrage, und zwar möchte jemand wissen, ob das ganze Jahr Schnee liegt herum. Nein, wir haben im Sommer ist bei uns Alpen, wir haben keinen Gletscher, aber natürlich durch die Höhenlage haben wir oft im Oktober schon Schnee. Wenn im Oktober der Schnee fällt, wir haben viele Nordhänge und da bleibt er dann natürlich liegen. Wir sind da sofort da und den präparieren, dass wir einfach einen frühen Saisonstart garantieren können. Ja, was mich jetzt persönlich interessiert, vielleicht auch unsere User, ab wann fangt ihr denn an zu beschneien? Ja, wir dürfen ab 1. Oktober beschneien und von 1800 Meter herauf und im Dorf unten von 1800 bis 1400 beschneien wir dann. Ab Mitte Oktober dürfen wir da beschneien und wir fangen auch, wenn die Temperaturen sind, da an. Wir lassen den Schnee natürlich zuerst auf Haufen liegen, wenn noch einmal eine Warmfront kommt. Das ist ja möglich, dass noch einmal eine Föhnlage ist, dass der nicht weg ist wieder, der Schnee. Ja. Aber durch das, auf der Höhe oben, Nordhänge, wenn wir da Haufen haben, also das ist ja so viel wie Schneedepots, und die schieben wir dann rum, durch das können wir eigentlich den frühen Saisonstart immer garantieren. Okay, gibt es dann hinten raus irgendwelche Regeln, bis wann man beschneien darf, oder ist man da frei? Also bis jetzt dürfen wir nicht mehr beschneien, bis 31. März darf man beschneien. Bis 31. März, okay. Ja, wir sind ja heute Morgen hier mit der Padatschgradbahn hochgefahren und sind jetzt rund um die Idealpe heute Morgen schon ein bisschen Ski gefahren. Die Liftanlagen sind wirklich alle extrem modern. Wie wichtig ist dieser Komfortgedanke auch für die Skifahrer, auch bei den Liftanlagen? Ja, ich sage, es ist einfach das Gesamtpaket, was entscheidend ist, oder? Man muss bequem fahren können am Sessel. Der Sessel heutzutage, das ist einfach normal, schon fast Standard, dass der geheizt ist. Dann gehört eine saubere Piste dazu, und genau dasselbe ist ein gepflegtes Restaurant. Die Leute wollen ja nicht nur Skifahren. Es gehört einfach alles dazu. Er will mittags in Ruhe da sitzen, ein Glas Wein trinken und dann wieder ein bisschen auf die Piste gehen. Einfach der Gesamteindruck, das Gesamte, was der Gast von uns mitnehmen kann, das ist dann entscheidend, ob er wiederkommt. Jetzt eine kurze User-Frage, weil der perfekte Mann hier sitzt. Und zwar gibt es das Gerücht, dass eine Verbindung geplant ist mit Serfaus für Sladis. Ist da was Wahres dran, oder ist das einfach nur Zukunftsmusik oder Nein, nur Schmerz? Es ist so, es wäre die Möglichkeit wär da, aber ich glaube, das ist nicht realistisch oder wird auch momentan überhaupt nicht geredet, dass das gemacht wird. Es wäre möglich vom Gelände her, aber ist momentan überhaupt nicht aktuell. Das. Gut. Keine User-Fragen mehr aktuell? Ja, die Frage nach dem Schnee, ob der schon sulzig ist nach Mittag, aber das kann ich selber beantworten, oder auch du, Flo, oder auch jeder hier. Also gar nicht. Also der Schnee ist auch nach dem Mittag hier noch perfekt und gar nicht sulzig, wie man es vielleicht aus vielen niedriger gelegenen Skigebieten kennt. Das ist einfach der Vorteil wahrscheinlich von Ischgl, dass ja, das die Höhenlage halt einfach sehr gut ist. Die Höhenlage, das ist gewaltig. Das ist einfach der Vorteil im Herbst, beim Anfangen oder im Frühjahr auch beim Aufwärmen. Wir haben viele Osthänge, Nordhänge und so, wo der Schnee einfach noch sehr gut ist. Wenn man schaut, da staubt es überall noch, wo die Skifahrer fahren. Unten im unteren Bereich wird er jetzt weich, aber da ist natürlich jetzt das Skifahren
auch perfekt, weil das, ist, das schmiert so richtig. Das ist der Frühjahrsschnee, der Firn, wie wir sagen, oder? Und das ist auch noch einmal ein spezielles Skifahren, ganz besonders. Ja, und alle Talabfahrten sind ja nur geöffnet. Die Talabfahrten sind alle geöffnet, ja. Ja, zum Thema Firnschnee habe ich gleich noch eine Frage, aber jetzt müssen wir, glaube ich, erst aussteigen. Dann fahren wir mal ein paar Meter vor, um in die, auf die Schweizer Seite kurz rüber zu blicken, bevor wir dann weiter Skifahren gehen. Jetzt einmal ein kleiner Wow-Effekt hier, wenn man aussteigt. Blick auf das traumhafte Panorama. Das kann man wirklich genießen. Ich sag nur, das ist der Wahnsinn hier, der Ausblick hier. Was sehen wir denn hier genau? Du bist hier der Experte, kannst du bitte was erzählen? Ja, wir sind da eigentlich mitten zentral im Skigebiet. Da hinten sehen wir die Bahn, die was aus der Schweiz, aus dem Nauen hochkommt. Ja. Das ist die doppelstöckige. Ja. Und natürlich ein wunderbares Bergpanorama hinten, die Ötztaler Alpen mit der Wildspitze sieht man da hinten. Ein wunderschöner Berg auch. Und da drüben sehen wir jetzt, das ist dort so eine Naungruppe, der Muttler und die Stammerspitze. Mhm. Da oben, das ist unser höchster Punkt, die Greitspitze, fast 2900 Meter. Ja. Und auf der anderen Seite da, hinten die Verwallgruppe, Kufen- und Köchelspitze, hinten draußen den Riffler, die Seespitze da und hinten, da hinten ein, das wäre jetzt Fimmertal. Die Gamsbleisspitze sieht man da noch und gerade ein bisschen dahinter wäre dann das Fluchthorn. Das ist eigentlich der zweithöchste Berg in der Silvretta-Gruppe. Und wenn wir hinausschauen jetzt da, da sieht man überall, es ist überall die Schweizer Bergwelt eigentlich. Mhm. Da links ein bisschen, sehen wir von da nicht, vom Greitspitz aus, würde man sehen, die Bernina-Gruppe. Okay. Bianco-Grad, bis Bernina. Schön, ja. Also wunderbar sind wir gelegen, mitten in den Alpen. Sind wir jetzt auf Schweizer Boden schon oder sind wir noch auf Österreich? Wir sind jetzt auf Schweizer Boden. Da hinten die Station, ja. Rechts davon geht die Grenze durch. Alles klar. Genau also. Da und gerade. Also wir sind jetzt gerade 3-4 Meter auf Schweizer Seite. Prima. Also ein internationales Skivergnügen, kann man praktisch sagen. Du hast vorhin ganz kurz vom Thema Firnschneefahren gesprochen. Wir kriegen ganz oft die Frage Firnschnee. Was ist das überhaupt genau? Und was ist das Besondere daran? Ich glaube, du kannst uns das bestimmt gut erklären. Ja, Firnschnee, das ist so, wenn es die warmen Temperaturen sind und der Schnee weicht auf, wird sulzig und dann in der Nacht friert er an und am nächsten Tag, wenn er wieder aufweicht langsam, dann tut es so richtig schmieren und da kann man fahren, es ist das tut nicht rattern, das ist hart. Das ist so, also das ist eins vom schönsten Skifahren eigentlich. Und die Zeit kommt jetzt bei uns. Es ist der April bis Anfang Mai, darum lassen wir auch so lange offen. Weil auch viele Leute, die wollen das einfach und die kommen zu uns wegen dem zum Skifahren eigentlich. Also Skifahren wie auf butterweicher Piste kann man eigentlich. Ja, haben, genau, ja, genau. Und das ist natürlich, wie wir schon gesagt haben, wir haben so viele verschiedene Hänge. Dann kannst du das Sandauner Seite auch mehr Südhänge. Ja. Da geht es in der Früh natürlich gut und auf unserer Seite natürlich dann später. Und bis zum Abend kann man sich da Hänge aussuchen, da kann man den ganzen Tag auch noch perfekt skifahren normalerweise. Okay, prima. Eine kurze Frage noch, und gerne, zwar, ja, sind neue Pisten geplant oder ist das Gebiet jetzt vollständig ausgeschöpft? Nein, neue Pisten sind jetzt nicht geplant. Ich sage, unser Skigebiet ist eigentlich ziemlich gut ausgebaut. Wir haben auch viel freies Gelände und das wollen wir jetzt einmal so belassen, dass man für jeden was anbieten kann. Perfekt. Okay, prima. Gut, ich sehe schon drüben, der Andi wird langsam ungeduldig. Ich glaube, der Andi will wieder Skifahren gehen. Ich glaube, da werden wir mit unseren Fragen jetzt an dich, an den Bärer-Tensiv und den Pistenschiffen durch. Ich glaube, wir haben gar interessante Insider-Informationen hier aus euch bekommen. Von daher, herzlichen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast. Und ja, noch eine gute Saison jetzt im April und bis zum 1. Mai. Also vielen Dank für alles und alles Gute. Danke, alles Gute. Servus dabei. Gleich nochmal der Hinweis aufs Gewinnspiel. Kommentiert, teilt, stellt Fragen und dann nehmt an der Verlosung teil zu einem Skiurlaub für zwei Personen. Ja, ich habe schon gesagt, der Andi wird langsam ungeduldig, der will wieder Skifahren. Wo fahren wir lang? Fahren wir die rote Piste runter oder fahren wir hier rum? Wir fahren jetzt Richtung Felil, zum Felil-Lift, weil dann fahren wir hier noch beim Schepper, beim Park vorbei. Nicht?
da könnte man noch kurz stehen bleiben. Da freue ich mich. Eine interessante Frage. Ne? Da freue ich mich drauf, dann fahren wir los. Ja, passt. Wir fahren dir hinterher. Ja. Noch ein paar harte Facts zum Skigebiet. Insgesamt, wie schon öfters erwähnt, hier 238 Pistenkilometer, die sich aufteilen in 47 blaue Pistenkilometer, 142 rote Pistenkilometer und 49 schwarze Pistenkilometer. Die fehlenden 15 Pistenkilometer sind offizielle Skirouten. Die Saison, wie schon mehrfach erwähnt, geht noch bis 1. Mai. Die Bedingungen sind hier traumhaft heute. Aber das könnt ihr am besten selber sehen. Da ist genau die Grenze, zu den Schweizer. Da kann man ganz gut spucken. Wird man kontrolliert? Gibt es da auch wirklich Leute, die einen kontrollieren? Ja, gibt es schon. Vor allem die, die einen ganz großen Rucksack haben. Okay. Oh Ben, das wird gefährlich werden. Eigentlich gefährlich. Pack mal. Mal der herrliche Blick auf die Idalpe. Und wie schon erwähnt, findet hier das Top of the Mountain Closing Konzert statt.
Entschuldigung. Ah, da bist du schon. Ja. Gut. Also, das war wirklich eine saubere Abfahrt, würde ich sagen. Mir hat es eh gewundert, dass du lange durchgehalten hast, Flo, in deinem Alter. ich wollte schon sagen, danke, ja. Ich als dienstältester Mitarbeiter bei skigebietetest.de habe da natürlich die Lacher auch gerne bei mir. Ich wollte schon kurz mal schreien, Andi, mach mal eine kurze Pause, aber das war dann doch eher so eine Abfahrt vom Typ Vollgas geben. Aber wenn man das jetzt hier macht, wo denn dann sonst? Ja? Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, mein lieber Freund, ich mache auch öfter Stopps. Gell? Das mache ich jetzt auch nur. Sehr gut, du bist mir sehr sympathisch. Ich bin ganz offen und ehrlich. Na, also Pistenbedingungen kann man jetzt sagen, wenn es das interessiert, die Nutzer bei uns wahrscheinlich mit am meisten, die Zuschauer. Es war jetzt reinster Pulverschnee, es hat gestaubt, habt ihr eh gesehen. Es war wirklich schön zu fahren und die Sonne scheint. Also nutzt wirklich die Zeit. Die Saison geht noch bis zum 1. Mai, also noch gute dreieinhalb Wochen. Und kommt nach Ischgl, es lohnt sich wirklich immer hierher zu kommen. Zweifacher Salto, der war jetzt erwartet. Zweifacher Salto, den kriegen wir von dir gleich auch zu sehen. Ja, einmal. Und dann nie wieder. Okay. Also hier rechts sehen wir den Snowpark. Genau. Da ist ein Teil des Snowparks, ich sehe gerade ein Jumper gewesen und dann da jetzt, da weiter oben, das zeige ich euch dann noch, das ist also ein Teilabschnitt von unserem Event, von dem Banked Air. Und das Besondere an der ganzen Geschichte ist, dass wir in den 90er Jahren, waren wir Austragungsort eigentlich der erste für die Snowboard-Weltmeisterschaft. Und zwar ganz genau 1993. Und damals, wie sie alle geheißen haben, wo ja die Snowboard-Szene ja das absolute, das von einem Hype war, mit dem Terry, mit dem Huffington und wie sie alle geheißen haben, Gimpel und wie auch immer. Und die sind jetzt nach 25 Jahren, ist diese Veranstaltung wieder also eine Art Revival. Wir wollen wieder die Snowboard-Szene auch wieder dementsprechend ankurbeln und das hat Ischgl damals in den 90er Jahren das Paradies auch für die Snowboarder waren, wollen wir natürlich gern wieder so diese mit diesem Event auch die Kompetenz für die Snowboarder zeigen. Und diese Veranstaltung ist ein Mix, also es geht nicht um die Schnelligkeit, sondern es geht um eine Mischung zwischen Speed, aber auch von den Jumps, von den Kicker, wie weit sie springen, wie hoch sie springen. Also es wird auch da bewertet und dann gibt es eine gesamte Bewertung und nachdem ist dann das Ranking. Also wirklich eine ganz interessante Geschichte. Das ist schon oben da ein Teil da, von der Strecke. Ziemlich aufwendiger Event, aber ja, es ist alles da, die kanadischen Snowboarder von damals, auch die Deutschen, Österreicher, Amerikaner, Tschechen, Polen. Ist ganz interessant, nach 25 Jahren haben sich natürlich optisch auch etwas verändert, aber von der Lebenseinstellung überhaupt nicht. Also einmal Snowboarder, immer Snowboarder. Und das, der Contest ist praktisch gerade im vollen Gange praktisch, oder? Der ist jetzt im vollen Gange, der hat am Dienstag angefangen und geht jetzt noch bis zum Wochenende und mit den Qualifikationen und mit den ganzen Finalläufen und schließt dann am Ende dieses Wochenende. Okay. Jetzt kurz noch zwei User-Fragen und zwar zu den Top of the Mountain Konzerten. Und zwar kommen nach dem Closing noch Skifahren ins Tal? Ja, freilich, ja. Also wenn das Konzert aus ist, 13 Uhr startet das Konzert, 14.30 Uhr ist das Konzert zu Ende und dann fahren sehr viele Leute noch runter mit den Ski, überhaupt kein Problem. Ja.
Und gibt es schon Neuigkeiten zu den Top-Acts nächstes Jahr, in der nächsten Saison? Oder ist das noch geheim? Oder sind da die... Wir sind mit sehr, sehr interessanten internationalen Gigs und Künstlern sind wir im Gespräch. Aber noch nichts Definitives. Aber ich kann euch jetzt schon versichern, das Opening hat es wieder im Ziel. Ja, da haben wir gar keine Zweifel dran und freuen uns da jetzt schon drauf. Ja, jetzt sind wir eh gleich an der Bergstation, an der Villelscharte. Vielleicht kurze persönliche Frage an dich als Ischgl-Experte. Wo fährst du am liebsten Ski hier in Ischgl? Was ist deine Lieblingspiste? Also meine Lieblingspiste ist die Elemum. Das ja. ist auch, die geht von Kreuzspitz, startet die und geht dann bis ins Tal. Ist auch eine der längsten Abfahrten, die Elemum, nämlich mit 11 Kilometer. Und in Österreich sicherlich gehört es zu einer zu den längsten Pisten. Und das ist eigentlich immer ganz interessant, weil die Abschnitte total unterschiedlich sind. Da ist Rot, Blau, Schwarz, da ist alles drinnen. Man muss aber dann schon ein paar Pausen machen. Wollte ich gerade fragen, da geht es nicht. Oder wir zwei. Ja. Jetzt gleich Anschluss, der Aufruf von unseren User. Was ist denn eure Lieblingspiste hier in Ischgl? Vielleicht können wir ein kleines Voting machen. Kommentiert einfach den Beitrag und natürlich nehmt ihr auch am Gewinnspiel teil für einen 2-Tages-Skiurlaub hier in Ischgl. Das war ja die Badetskart, wie du begrüßt hast, ganz charmant. Und das war jetzt nur eine kleine Runde. Ja. Und ist eine Stunde vergangen. Also wenn man alle Lifte abfahren möchte und alle Pisten, dann braucht man schon wirklich 3 lange Tage. Ja. Wenn man ganze Ischgl-Skigebiet einmal erleben möchte. Also es wird dann definitiv nicht langweilig hier in Ischgl beim Skifahren, auch wenn man hier längere Zeit verbringt. Also von daher kann man nur den Tipp geben, schaut wirklich mal hier vorbei. Ich habe noch eine Frage an dich, Andi. Der Winter war ich will nicht sagen Rekordwinter, aber wir hatten immer wieder Schneefälle. Auch Ischgl war davon betroffen, war auch mal, glaube ich, kurze Zeit von der Außenwelt abgeschlossen. Wie war das für euch dieses Jahr gewesen mit den Schneefällen? Ja, ich meine, wir sind ja natürlich hochalpin. Ischgl liegt auf 1400 Meter, und so wie das Herfern gesagt hat, die 80% vom Skigebiet ist über 2300 Meter. Wir liegen halt einfach im Hochgebirge, das kann einfach passieren. Wir sind eigentlich damit sind auch gewohnt, wenn einmal so etwas ist. Wir haben aber von den Zufahrten das schon so weit abgesichert, dass eigentlich das ganz, ganz selten passiert. Heuer war es wirklich nur ein Tag, wo wir von der Zufahrt abgeschnitten waren. Das ist aber eigentlich immer für die Gäste ein Erlebnis, nicht im negativen Sinn. Ja. Ein paar sagen dann, können sie gar nicht reinfahren, das ist auch nicht schlecht. Ja, warum nicht? Verlängert man einfach den Urlaub. Müssen sie noch länger da bleiben. Also es gibt Schlimmeres, aber wie gesagt, das ist bei uns eigentlich ganz selten. Da haben andere Orte schwierig, also größere Schwierigkeiten, weil die das eigentlich jedes Jahr haben, aber bei uns eigentlich ganz selten. Ja. Aber freuen wir uns trotzdem, dass es einfach mal viel Schnee gab dieses Jahr und das Bangen wie in anderen Jahren einfach nicht da war. Gut, wo fahren wir jetzt entlang, Andi? So, jetzt fahren wir entlang dort bei unserem Park und schauen einmal ganz kurz in den Bänkchen ein und dann fahren wir ins Alpenhaus, in den Nierpickel. Prima, da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Auf, pack mal. Jetzt, oder? Ja. Will ich hinten auch einfahren? Wie wir sehen, der Andi lässt seine Connection spielen hier in Ischgl. Schauen wir mal, was uns jetzt erwartet.
Es ist immer was los in Eschkel, in April und unter der Woche, nicht nur am Wochenende, sondern auch unter der Woche. Ja, das trifft sich halt die ganze Snowboard-Welt da in Eschkel, bei dem Bank, der gemischt mit den Rookies und natürlich mit den Heroes vor 20 Jahren. So, ein ganz ein kurzer Einblick. So, wir fahren weiter. Ne? Ja, machen wir das. Na Flo, steigst du wieder um aufs Snowboard? Na, meine Snowboarder-Karriere habe ich relativ zeitig wieder beendet. Diejenigen, die mich damals gesehen haben, werden relativ genau wissen, warum. The future of snowboarding. There's one aesthetic here that I know. One footer is back in the day of the Aaron style. And he also, he's a teacher. He has some snowboard clubs at school. He takes his kids riding. They're really cooking. Falls jetzt noch Fragen offen geblieben sind, alle Fakten und Daten zum Skigebiet Ischgl findet ihr natürlich auch auf skigebiete-test.de. Also einfach mal reinklicken, falls es oder falls ihr auch was nachsehen wollt. Anzahl der Pistenkilometer, offene Pisten, offene Lifte, alles findet ihr auf skigebiete-test. Wir würden uns freuen, wenn euch das Video gefallen hat oder auch unsere Videoreportagen aus den anderen Skigebieten. Würden wir uns über jedes Like freuen natürlich von euch. Verbesserungsvorschläge als Kommentar jederzeit, immer. Wir werden uns daran orientieren und versuchen, die Videos nächstes Jahr noch besser zu machen. Ja, sauber. Haben wir uns eine Pause verdient, Andi? Jetzt haben wir uns was verdient, was zum Trinken. Ja. Und jetzt gehen wir im VIP-Club und lass uns reingehen, ja? Okay? Sehr gut. Also, auf geht's. Hopp auf die Après-Ski-Piste. Jetzt schauen wir mal. Also das Skifahren kann der Andi. Jetzt schauen wir mal, ob er den Einquetschung auch kann. Patrick sieht auch zu. Jetzt geht es in den kleinen Lounge-Bereich. Da gefällt der 100%. Grüße an Patrick nach Ägypten.
Der hat jetzt gerade auch kommentiert. Patrick, du wirst dich in den Hintern beißen. Du bist jetzt leider Gottes eine Glück. Ist wirklich ein ganz ein feiner Platz. Ein paar Flaschen stehen auch bereit. Ja, nicht die günstigsten. Auf da Blick ins Berlin-Kopf, alles da. Und natürlich der feinste Kulinarik. Ein bisschen Wein noch. Ein bisschen Wein auch noch. Oh. So, ja, liebe Zuschauer, hier lässt sich's aushalten. Wir haben 6 Kommunen, die höchste Dichte in Tirol. Sind sie alle im Tal oder auch am Berg? Sind alle im Tal? Ja, sind alle im Tal. Und entsprechend ist die Kulinarik aber auch am Berg sehr, sehr hochwertig. Mhm. Alleine da mit dem Alpenhaus und mit dem Pietluft. Also das ist dann schon wirklich einzigartig. Also Top-Niveau. Gastronomie unten und aber auch am Berg. Okay, also neben dem Skifahren ist auch Kulinarik ganz wichtig. In Tirol kennt man das ja wirklich, aber ich glaube, wenn nicht gespielt, dass man mal eine ganz spezielle Rolle hat. Das gehört dazu. So, und jetzt will man etwas zum Tanzen, das haben wir uns verdient. Sehr gut, ja. Nachdem du uns so durchs Skigebiet gehetzt hast. Nein, ich habe nicht gehetzt. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt. Ja. Aber an euren Gesichtsausdruck habe ich gesehen, es hat er Spaß. Es hat definitiv Spaß gemacht. Also von daher. So. Super, vielen Dank. So, vielen Dank. Danke sehr. So, ja, also, dann sage ich vielen Dank, dass du dir da die Zeit genommen hast. Ja, ich immer gerne. Und ich glaube, ihr habt gesehen, ein Ausflug nach Ischgl, jetzt auch noch im April, ist absolut zu empfehlen. Und kommt ruhig nach Ischgl. Das war unser letztes Live-Video, Ben. Ja, für diese Saison. Für diese Saison. Unser letztes Live-Video. Ich glaube, du hast eh schon vorhin gesagt, gibt uns Feedback. Wir freuen uns über Kritik, positive wie negative, was wir nächstes Jahr besser machen können. Deswegen verabschieden wir uns wirklich auch nach einer langen Skisaison, die in Österreich angefangen hat, über Kanada ging und ich glaube, einen würdigen Abschluss in Ischgl jetzt findet. Und ja, also wie gesagt, geht's noch Skifahren. Nutzt wirklich diese schönen milden Tage und geht's Skifahren, kommt's nach Ischgl. Es lohnt sich wirklich und ich würde sagen, wir genießen noch ein bisschen die Sonne hier auf der Sonnenterrasse hier im Alpenhaus. Danke fürs Zuschauen. Bis bald und bis im nächsten Winter wieder. Okay, relax if you can. Huh? Relax if you can. Cheers. Alle Fragen, die natürlich nach diesem Video gestellt werden, beantworten wir für euch und die nehmen natürlich auch an der Verlosung teil. Und mit diesem herrlichen Panorama von der Sonnenterrasse verabschieden wir uns von der Saison 17-18. Geht Skifahren, geht's raus, bleibt verletzungsfrei die letzten Tage und genießt einfach nochmal das herrliche Wetter auf der Piste. Servus!